Hallo, heute habe ich den Amerika-Haul für euch und ich bin schon so aufgeregt, ihn zu filmen, weil ich freue mich so über alle Sachen, die ich gekauft habe und jedes Mal, wenn ich in den Laden gegangen bin, dachte ich mir so, es ist so cool hier und ja, da freue ich mich jetzt schon, das mit euch zu teilen, was ich gekauft habe. Ich hoffe aber natürlich, euch interessiert das Ganze, aber ihr werdet wahrscheinlich jetzt auch die Länge des Videos sehen, deswegen habe ich eine Lösung für euch. Und zwar stehen unten in der Infobox die Zeiten, ab wann welcher Teil des Hauls beginnt. Ich fange jetzt an mit dem Fashion-Teil, danach mache ich weiter mit dem Beauty-Teil, dann kommt Food und dann kommt Random. Random ist zum Beispiel die Sachen, wo ich in dem Harry Potter World und so gekauft habe. Ja, gut, dass mein Vater einfach mal direkt vor meiner Nase an dem Ding vorbeiläuft. Also tut mir leid, wenn ihr da irgendwie was hört, aber dieses Haus ist so hellhörig, da hört man wirklich alles. Und manchmal höre ich dann auch meine Eltern rufen, deswegen, ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit dem Fashion-Teil. Was ich vorher noch sagen wollte, ich weiß, es ist viel Zeug, aber in Amerika ist es auch oft so, dass es halt richtig krasse Angebote gibt, zum Beispiel Victoria's Secret oder so, 6 für 35 Dollar und dann habe ich sogar noch ein 7. dazu bekommen, also hat man halt auf einmal 7 Sachen für 35 Dollar und man hat sie auf einmal, wisst ihr? Also man hat auf einmal so viele Sachen, obwohl man gar nicht so krass viel bezahlt hat. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist es halt manchmal etwas mehr. Aber ich würde sagen, ich beginne jetzt mal, weil sonst, oh Gott, ich glaube, ihr schlaft jetzt eh schon alle ein, okay. Beginnen wir mit American Eagle und ich muss sagen, ich finde den Laden super cool und da habe ich mir eigentlich nur Jeans gekauft und da habe ich einmal diese Hose hier, die ist so hell und hat auch ein bisschen distressed hier. Und zum Beispiel bei der Next Knee habe ich Short und das ist halt einfach dann so, dass die in Short ist. Und die ist halt jetzt einfach nur mal blau. Ist halt auch an den Beinen kaputt. Dann habe ich endlich mal eine ganz normale schwarze Hose. Und das habe ich noch nie gefunden in Deutschland irgendwie. Ein schöneres Material als die komischen deutschen Hosen von H&M irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese schwarzen Hosen von H&M? Die sind irgendwie so voll unbequem. Und dann habe ich hier noch eine weitere schwarze Hose. Und zwar ist die kaputt ein bisschen. Und die finde ich richtig cool. Weil da schaut echt an den perfekten Stellen so die Beine raus. Und ich finde es auch nicht zu viel für den Winter jetzt, weil... Und bei denen war immer der Deal so, dass keine Hose mehr als 30 Dollar kostet. Das heißt, ich habe echt viel gespart, weil zwei Hosen waren 50 Dollar. Dann machen wir weiter mit Aeropostale. Und ich weiß nicht, wie das da ausgesprochen wird, der Laden. Aber ich hatte mir eigentlich mehr erhofft von dem Laden. Also manche sagen jetzt, sie finden den Laden richtig, richtig gut. Aber ich fand ihn jetzt so mittelmäßig. Also... okay, gut. Also nicht schlecht, aber ich habe da nicht wirklich was gekauft. Ich habe nur für 5 Dollar ein Motivator T-Shirt gekauft, weil ich Bethany Motor sehr gerne mag. Und dann dachte ich mir, für 5 Dollar, ja gut, nimmst du das mal mit, du hast auch nicht reduziert. Das ist irgendwie lustig. Das ist so ein Crop Top. Und dann habe ich auch gleichzeitig so eine Motivator iPhone Hülle. Die ist irgendwie auch richtig cool. Also ich finde die auch, abgesehen mal davon, dass da Bethany Motor draufsteht, finde ich die richtig cool, weil da... wenn du hier die Taschenlampe anmachst, dann leuchtet so dieses Herz auch so mit und das ist eigentlich voll schön. Und dieses Muster finde ich auch gut. Dann machen wir weiter mit dem absolut geilsten Laden, den es gibt. Und ich wünsche mir so, dass es den in Deutschland gibt, und zwar ist das Paxan. Und da habe ich einmal dieses Holzfällerhemd hier gekauft. Und das hat auch hinten noch so eine süße Kapuze mit so einem Kuschelstoff. Aber auch richtig schön weich, also ihre Qualität ist auch voll gut. Ein T-Shirt-Deal. Und zwar gab es, glaube ich, 2 für 20 oder so. Und eins kostet allein schon 15. Also hier habe ich einmal ein graues, das dachte ich mir auch unter dieses Hemd. Und dann auch ein weißes mit so Pfeilen drauf. Ja, die sind echt richtig cool. Ich stehe mega auf V-Neck-Shirts, also... ich finde die so cool. Ja, okay, dazu komme ich später. Und allgemein im Laden gab es nämlich auch einen Deal. Es ist so verwirrend mit diesen ganzen Deals, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und zwar habe ich einmal dieses hier, das ist so ein weißes, hier so spitze. Und eigentlich soll es cropped sein, zumindest auf den Mädchen im Internet ist es cropped. Ja, aber mir nicht. ja, keine Ahnung wieso, aber ich finde es voll schön. Dann habe ich noch eine neue Schultasche bei Paxan gekauft. Und zwar ist es dieser Rucksack hier. Und der ist einfach schwarz in Leder und hat hier halt so ein cooles Muster. Und ich habe einfach mal festgestellt, dass es voll zu meiner Kleidung passt. Weil hier ist nämlich auch Bordeaux und so grau, weiß, schwarz drinnen. Und so kleide ich mich eigentlich nur. Da sind wir, wie viel der kostet hat. Das war aber auch ein Deal. Ich sage, es gibt für alles Deals. Ich glaube 40% auf was, glaube ich. Dann bei Hollister habe ich nur eine Sache gefunden. Okay, da habe ich einmal diesen Cardigan hier. Okay, das war wieder ein krasser Sale. Also erstmal hing da halt kein Preisschild mehr dran. Deswegen habe ich die Verkäuferin irgendwie durch den ganzen Laden gehetzt. Erstmal ging es zur Kasse, dann ging es ins Lager. Dann musste die in diesen
fetten Buch nachschauen, was für ein Cardigan es ist, nur nach dem Bildchen. Hab ich ganz schön auf Trab gehalten. Auf alle Fälle ist der halt mega schön und ich wollte halt so einen schon länger. Der ist halt nicht so ganz lang und das finde ich halt voll gut, weil ich mag das nicht, wenn die irgendwie so bis zum Boden gehen, diese Teile. $19 hat er gekostet und vorher hat er, glaube ich, $60 gekostet. Also ich weiß nicht, was genau für ein Deal das jetzt war, aber es war gut auf alle Fälle. Ich hatte nur ganz am Anfang Forever 21, weil, keine Ahnung, das gab es halt einfach nicht bei mir jetzt halt hier. Da habe ich einmal diese Hose hier gekauft, die habt ihr vielleicht schon in meinem Follow Me Around gesehen. Ja, aber es ist eigentlich auch fast einer meiner einzigsten Sommerteile, die ich gekauft habe, weil jetzt beginnt ja der Herbst und ich brauche jetzt eigentlich keine kurzen Hosen mehr. Da habe ich was gekauft, was auch mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, habe ich auch schon ewig gesucht und zwar ist es dieses Kleid hier, das ist hier Bordeaux und hier grau und das ist halt einfach normal lang, also hat so ein Skater-Dress-Schnitt. Als nächstes diesen Pulli hier und der war irgendwie auch voll billig, also der hat nur $15 gekostet. Ja, der ist einfach so schwarz-weiß meliert. Bei Forever 21 habe ich noch drei Schmucksachen gekauft. Und zwar einmal diese Kette hier, die ist einfach nur ganz normal Gold und hat hier einen goldenen Quadrat unten dran. Quader? Nicht Quader, ein Würfel. Okay, Schule. Und ja, die ist sehr schön und einfach, hatte ich auch schon einmal an, aber hier ist es immer zu warm für Schmuck. Dann habe ich noch so Hairties gekauft mit diesen, also ohne diese ganz normalen Bänder halt. Und da sind, glaube ich, da fehlt nur eins und da fehlen aber fast alle. Weil die habe ich halt schon benutzt die ganze Zeit und ich wollte die jetzt nicht wieder alles zusammensuchen. Die Kette hier gefällt mir auch richtig gut. Es ist einfach nur so ein Edelstein. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie erkennen könnt, aber. Und ich habe auch vor, alle Klamotten in mein Back-to-School-Video einzubauen. Also ihr denkt wahrscheinlich jetzt eh schon, wie das dann wird, aber. Ich glaube, mein Verwandter hat irgendwas gefangen. Was macht der? Und dann als letztes noch diese Kette hier, die ist auch sehr, sehr schön. Tut mir jetzt leid, dass ich die ganzen Preise nicht mehr so sagen kann, aber. Wie gesagt, es hat nicht so gekostet wie auf dem Preisschild, weil ich halt immer irgendwie das in dem Deal gekauft habe. Deswegen, ja, stimmt das Preisschild. Preisschild. Oh Mann. Da stimmt das Preisschild jetzt auch nicht mehr so überein. Ja, deswegen weiß ich nicht mehr, was es gekostet hat, weil die Bons habe ich da jetzt nicht mehr. Dann von Target habe ich mir dieses T-Shirt hier gekauft. Haben auch richtig coole Klamotten, aber irgendwann ist ja auch mal bei Schluss mit kaufen, ne? Und das ist auch so ein V-Neck und halt einfach in so einem Lila. Na, eigentlich ist es mehr helles Bordeaux, aber hier sieht es lila aus. Bei Gelb habe ich mir diesen Pulli hier gekauft und ich finde ihn richtig cool. Der ist in so Bordeaux einfach und hat halt hier die Buchstaben. Sieht man jetzt auch schlechter hier in dem hell grün gepunktet. Und den finde ich richtig cool. Und auch im Sale für $6 habe ich dieses gestreifte irgendwas hier gekauft. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist ein Kapuzen-Hoodie. Ups, okay. Von Forever 21 habe ich noch diese Tasche hier. Oh, ich liebe diese Tasche. Also ich habe es jetzt noch nicht benutzt, aber. Und die hat halt hier vorne noch so eine Tasche zum Aufmachen mit hier so Gold. Von Charming Charlie, das ist halt auch nur so ein Laden mit Schmuck, habe ich mir diese Uhr hier ausgesucht. Und zwar ist die halt so grau und hat so Chevron-Muster. Die letzten zwei Teile meines Fashion-Hauls ist einmal diese weiße Converse hier. Ja, Converse, müsst ihr wissen, sind auch sehr viel billiger hier. Also ich habe jetzt zwei für $70 bekommen. Ist natürlich schon gut, ne? Und dann habe ich sie noch in Weinrot. Ja, finde ich auch richtig cool. Und die sind in High-Top und die sind die Low-Rise-Teile. Ja, und die sind auch richtig cool. Das war jetzt der Fashion-Teil und jetzt geht's gleich weiter mit dem Beauty-Teil. Jetzt mache ich weiter mit den Beauty-Sachen und ja, das ist jetzt nicht alles für Beauty, sondern sind auch Kerzen dabei, aber halt alles so. Beginnen wir mit Sephora und ja, bei Sephora waren alle auch wirklich richtig nett, also so richtig nett. Und zwar habe ich hier einmal den Tangle Teaser und zwar in der Kompaktversion in Gold glänzend mit Schwarz und ich fand den richtig cool. Also ich habe den noch nicht bei uns gesehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den schon bei uns gesehen habt, diesen goldenen. Dann habe ich mir diesen originalen Beauty Blender ausgesucht
Und zwar ist der halt einfach der normale pinke. Und der ist ein bisschen kleiner wie der von Evelyn, aber meiner von Evelyn ist halt jetzt schon wirklich, der fällt schon fast auseinander. Also der hat sich wirklich schon so abgelöst. Und ja, deswegen habe ich aber diesen Pink hier nochmal genommen. Und dann habe ich hier noch von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Ich weiß, ein interessanter Name. Ja, aber die will ich unbedingt ausprobieren, weil ich habe so viel von der gehört. Und die Verpackung ist richtig cool und ich hole sie mal für euch raus, weil die sieht echt cool aus. Und die Verpackung ist auch richtig edel, also wenn du die so anfasst, denkst du wieder so... Okay, und hier steht dann nochmal der Name so eingraviert und die Bürste ist ziemlich normal, also die ist einfach ganz normal so, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, also das ist jetzt keine Review, das ist einfach nur ein Haul, aber... Und dann habe ich noch die Anastasia Brow Viz Skinny Brow Pencil. Ja, das ist einfach so ein Augenbrauenstift und da habe ich jetzt die Farbe Medium Ash Medium Brown. Ja, und die passt wirklich perfekt auf meine Augenbrauen. Also ich klack sie jetzt nicht gerade, falls ihr jetzt halt versucht, den Effekt zu finden. Den werdet ihr nicht finden, weil ich es nicht habe. Freue mich auch schon richtig drauf, das auszuprobieren, weil viele YouTuber, die ich schaue, die benutzen das immer. Machen wir gleich weiter mit so Schminkzeug und da schauen wir erstmal zu Ulta. Ich mag den Laden sehr gerne. Da habe ich erstmal was gekauft, wo ich mich so krass darüber freue. Also als ich das gesehen habe, ich wollte mir eigentlich von Too Faced die Chocolate Bar Palette kaufen. Dann habe ich mich doch für das hier entschieden. Und zwar ist es die Lorac Pro Palette. Und ich muss euch sagen, diese Palette ist wirklich perfekt. Also ich weiß nicht, ob sie so gut wie die Naked 3 ist, weil die liebe ich eigentlich auch. Aber ich packe sie mal für euch aus. Ich muss echt sagen, dass die Palette wirklich beinahe eigentlich perfekt ist. Also... Das ist jetzt die erste, es gibt schon die zweite, aber die erste fand ich irgendwie schöner. Und erstmal ist es in so einem kuscheligen Stoff. So sehen die Farben aus. Die obere Reihe ist alles matt und die untere Reihe hat einen Schimmer drinnen, aber jetzt auch nicht so ganz krass, also so richtig so krass, sondern einfach ganz normal. Und die und auch die oberen Farben sind so, es sind alles perfekt meine Farben. Die sind manchmal ein kleines bisschen rosastichig, so wie ich es mag, aber auch braun. Bei mir ist die Naked 3 fast mal manchmal ein bisschen zu rosa, also toll. Und die ist so schön flauschig. Wenn du so drüber bist, das ist so... Ja. Dann habe ich mir 3 EOS Lip Balms gekauft. Und zwar einmal diesen neuen hier in Vanilla Mint, Pomegranate Raspberry. Hier. Und dann noch einmal in Honeysuckle Honeydew. Dann mache ich weiter mit Target und liebe diesen Laden. Fangen wir mit dem ersten Besuch an. Hier sind auch einige Geschenke dabei und die werde ich jetzt nicht zeigen, weil sonst können sich diejenigen, weil die schauen auch meine Videos. Glaube ich zumindest. Aber für mich habe ich einmal nochmal die US Lip Balm, also ich habe jetzt 5 insgesamt. Und so habe ich einmal den in Sweet Mint gekauft. Ah ja, da habe ich nochmal einen. Okay, stopp. Ich will die vielleicht... Oder nein, stopp. Ist das ein Geschenk? Doch, ich glaube, das ist ein Geschenk. Okay. Ihr habt nichts gesehen. Ja, das war ein Geschenk. Ich dachte mir schon so, okay, noch einen. Also Sandra, du bist jetzt langsam ein bisschen verrückt geworden. Dann habe ich mir 2 Babylips gekauft. Und zwar einmal die von der Crystals Collection, den... Oh Gott, was ist das für ein Name? Rotted, Mauve, so ein altrosa. Und dann noch den, es glaube ich jetzt auch in Deutschland gibt. Also ich glaube, ich habe 2 Sachen gekauft, wo es jetzt auch in Deutschland gibt. Auf alle Fälle ist es der von den Electro Collection in der Farbe Pink Shock. Und ich glaube, das hier gibt es auch in Deutschland. Und zwar ist es die Pumped Up Colossal Volume Express Mascara von Maybelline. Und ich glaube wirklich, die gibt es in Deutschland. Gibt es die Falsies in Deutschland? Ich glaube nicht, ne? Dann habe ich ebenfalls von Maybelline den Line Stiletto Ultimate Precision Liquid Eyeliner. Diese Namen sind hier immer so krass. Ja, den habe ich auch bei vielen schon gesehen, diesen Stiletto Liner. Und dann habe ich hier die CoverGirl Outlast Stay Fabulous Foundation. Und als letztes, wo ich mir heute vielleicht noch einen holen will, diese Revlon Color Burst Lip Butters. Und ich habe einmal die Farbe 080 Strawberry Shortcake. Die habe ich in meinem letzten Video auch benutzt. Und dann beim zweiten habe ich mir eigentlich nur noch 2 Babylips gekauft. Weil ich mir gedacht, jetzt bin ich schon hier und dann kaufe ich mir irgendwie nur 2 Babylips. Und zwar habe ich jetzt von jeder Serie halt so welche. Und zwar habe ich hier von den Dr. Rescue Medicated Balm die Farbe Soothing Sorbet. Und dann habe ich hier noch von den ganz normalen den Grape Vine, also diesen älteren, den es schon länger gibt. Und hier von den. Und dann hier ganz random, ist vielleicht zu random mehr, sind hier solche Haargummis. Dann würde ich sagen, machen wir mit Bath & Body Works weiter, oder? Das interessiert euch auch ziemlich, oder? Bei Bath & Body Works.
Diese Angebote machen mich fertig. Kaufe 3, krieg 3 umsonst. Ja, deswegen habe ich halt mir 3 Sachen ausgesucht. Meine Mutter hat sich 3 Sachen ausgesucht. Ich habe was von Target vergessen. Und zwar habe ich das Nadia Mudder Beach Bay Texturizing Spray, Sea Salt Spray, habe ich vergessen. Habe ich auch schon ausprobiert. Ist richtig gut. Also weiter zu Bath & Body Works. Da habe ich mir einmal die 2 Body Mist gekauft. Und zwar einmal ein Peach and Honey Almond. Das ist von dieser neuen Market Edition. Und dann von den ganz normalen, das Pink Chiffon, weil ich liebe den Duft. Das ist mein Lieblingsduft von Bath & Body Works. Und dann habe ich einmal eine Handseife, und zwar ist die Pomegranate Peony. Peony? Peony, ja, okay. Die hat die Hälfte noch gekostet, also 3,25. Ja. Und die ist auch. Die hier, also, ja. Was? Dann noch eine Body Lotion von dem gleichen Peach and Honey Almond. 2 Body Lotions noch, und zwar einmal Pumpkin Latte Marshmallow Comfort. Oder das heißt Comfort und so, riecht nach dem. Und dann noch eine in Pink Chiffon, weil ich den Duft so liebe. Dann noch eine Triple Moisture Body Cream. Und zwar in Harvest. Und es riecht nach Plum, Moscato und Almond. Ja, die riecht auch richtig gut. Also die finde ich auch toll. Das hier habt ihr auch schon in meinem Video gesehen, das letzte. Und zwar ist es die Warm Vanilla Sugar Duschgel. Ich habe jetzt nicht so viele Duschgel gekauft, weil ich wollte mir erstmal das ausprobieren, aber ich finde, ehrlich gesagt, die Duschgels von Bath & Body Works nicht so toll. Also ich finde, die sind mir irgendwie zu dickflüssig. Und dann habe ich 10 Hand Sanitizer gekauft, da gab es so ein Angebot. Ich bin so ein Angebotsopfer, also wirklich jetzt. 5 gekauft und die sind halt dann $5 und ich habe halt 10 gekauft für $10. Aber manche sind nämlich auch Geschenke, deswegen. Ich zeige jetzt nur mal ein paar. So habe ich hier einmal in Vampire Blood. In Farmstand Apple, Sweet Clementine, den mag ich auch sehr gerne, und zwar ist es Mr. Hedgehog und der riecht nach Apfel auch sowas, mit Orchidee glaube ich noch ein bisschen. Und dann Pumpkin Spice Latte, riecht wieder Pumpkin Spice Latte von Starbucks. Und das habe ich doch schon fast alle gezeigt, gut, dann kann ich gleich noch alle zeigen. Dann noch Franken Kitty, das riecht so nach Candy Apple, einer meiner Lieblinge. Die Mama steht gerade vor meinem Fenster. Hallo! Okay. Ja, und dann noch ein paar andere, aber die sind jetzt eigentlich nicht so wichtig. Als letztes habe ich mir noch 2 Kerzen gekauft. Und ich sag's euch, die hatten auch sehr, sehr schöne Kerzen, aber man kann die halt jetzt nicht mit nach Deutschland nehmen, weil sie sind einfach viel zu schwer, diese Kerzen. Und da habe ich einmal Mahogany Teakwood genommen. Ich habe die in den Mason Jar genommen. Ah, das riecht einfach wie Abercrombie & Fitch. Ich finde es so gut. Also. Und dann noch Harvest Peaches. Ja, riecht auch sehr gut. Also es riecht nach mehr Aprikosen, finde ich eigentlich. Und noch ein bisschen was Herbstliches mit drin. So als würdest du irgendwie durch den Wald laufen und denkst dir so. Ja, es riecht so schön nach frisch nach Wald. Wisst ihr, was ich meine? Dann, was ich mir bei Yankee Candle gekauft habe. Schon wieder Kerzen, ich weiß. Shame on me. Papier. Wenn ihr diese Rasenmäher von den Nachbarn sehen würdet, die haben wirklich so ein Stück Wiese. Du kannst es ablaufen mit 3 Schritten. Nein, die haben so einen komischen Rasenmäher, wo man drauf fahren kann. Also diese Autos. Ja, mähen halt jetzt Rasen. Jedenfalls hat jedes so eine kleine Mini-Candle nur noch $5 gekostet. Und bei uns kosten die, glaube ich, 22 oder so. Da habe ich mir 3 solche gekauft. Und zwar einmal in Cranberry Pear. Das riecht nach was, wo ich nicht mich erinnern kann, nach was es riecht. Aber es riecht auf alle Fälle nach Birne und halt mit so Streuselbeersoße überzogen. Dann habe ich hier noch Macintosh. Das riecht einfach wie ein wie eine Apfelfarm. So wie die grünen Äpfel, obwohl die hier rot auf der Verpackung sind. Und dann habe ich hier noch Apple Pumpkin, ja. Das ist ja selbsterklärend, und zwar halt einfach nur Apfel und Kürbis. Die ganz kleinen Motivkerzen waren auch alle $1. Und zwar habe ich mir dann einfach eine Spice Pumpkin, eine Apple Cider, also ihr merkt, ich stehe total auf Apfelduft. Und dann habe ich hier noch Candy Corn und dann habe ich noch Berrylicious. Das war's dann. Was ist das alles für Papier? Jetzt mache ich noch den letzten Teil von meinem Beauty Haul. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, weil meine Kamera akustisch spinnt irgendwie gerade. Jedenfalls habe ich bei Victoria's Secret, da gab es auch so ein Deal, 6,35.
Und dann an der Kasse haben wir eine 7 bekommen. Also ich weiß nicht, ob ich noch eins für meinen verschenke. Ich denke schon. Aber ich habe halt jetzt halt 4 Body Sprays statt 3. Und zwar habe ich einmal die Sorte Secret Craving. Das riecht nach Vanille und Cassis. Und dann habe ich hier noch Secret Charm. Das riecht nach Honig und Jasmin. Und dann habe ich hier Passion Struck. Das riecht nach einem Apfel und Vanille Orchidee. Und dann habe ich hier Sensual Blast. Das riecht nach Pink Lotus und Wälder, also dieses Holzige. Und das, was da dann noch drin ist, das seht ihr dann in meinem Back to School Supplies Haul. Jetzt mache ich weiter mit dem Food-Teil. Für Cornflakes habe ich mir einmal diese Hershey's hier gekauft, in den Cookies and Cream, und die schmecken auch richtig gut. Und dann natürlich Lucky Charms. Ich liebe diese Cornflakes, würde ich auch so gerne mitnehmen können, aber... Und dann Crave, die habe ich bei Beyond Beauty Star gesehen, da wollte ich halt auch mal probieren. Und ja, die schmecken auch ganz gut, die schmecken aber wie die Tresor bei uns in Deutschland. Dann habe ich diese Teile hier, das ist so eine Snack-Mischung und da sind einmal so kleine Knabberbrote drinnen und noch andere Sachen und die schmecken so gut. Ich habe die dann im Hotel, wo wir noch in Orlando waren, habe ich die probiert und die schmecken echt richtig gut. Und dann habe ich so Cookies mit Reese's und ja, die schmecken auch richtig gut. Die sind aber voll mini, die sind nur so kleine Teile. Ich dachte, die sind viel größer. Die schauen auf der Packung so riesig aus. Das hier nehme ich mit, und zwar sind es diese Hershey's in Cookies and Cream mit so kleinen Käfchen. Die sehen so aus und das ist einfach meine Lieblingsschokolade von aller Schokoladen. Also da habe ich hier noch so Lay's Chips, das haben meine Eltern gekauft, und Classic. Ja, die mag ich aber auch ganz gerne. Die Doritos hier, die nehme ich auch mit nach Hause, weil die jetzt auch noch ungeöffnet sind, die in Cool Ranch. Und ich finde Doritos, die schmecken einfach richtig gut. Dann habe ich hier noch Goldfish. Die schmecken auch voll gut. Ich mag die voll. Ja, sind ja ganz normale, so ganz normale Cracker. Ich habe die auch in der normalen Richtung. Dann hat sich meine Mama gekauft, aber ich esse die auch manchmal mit. Und zwar sind es diese ganz normalen Reese's in Miniatures. Und ja, sind voll putzig. Dann habe ich hier noch helle Oreos. Und die muss ich eigentlich fast auch mitnehmen, weil da sind noch so viele drinnen. Ich konnte, weißt du, man kann die alle gar nicht so schnell essen. Also. Und da ist Wunderwäsche drauf. Ja, das sind die Golden Double Stuff in hell. Als letztes habe ich hier noch gestern so ein Candy Corn gekauft. Also ja, das will ich auch für meine Deko mitnehmen. Ich will so ein Yankee Candle Glas auswaschen und die dann in diese Mason Jar Ding da halt reintun. Und die finde ich richtig cool. Ich mag die voll. Ich bin jetzt ganz schnell durchgehuscht durch die Essenssachen, aber ich denke, das ist auch nicht so interessant. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit Random. Auf die Random-Kategorie habe ich mich auch voll gefreut. Ja, da will ich jetzt einfach mal das Coolste am Anfang zeigen. Und zwar ist es mein Pennyboard und ich wollte so lange ein Pennyboard haben. Und das ist jetzt hier so eine 2014 Edition, also die ist hier oben schwarz. Und dann hier unten hat so Blumenmuster und hier sind auch noch so Skelette und so Zeug. Das sieht man aber nicht so krass. Also so richtig so ein Badass Pennyboard, aber ich finde es einfach richtig toll. Und das ist hier auch sehr viel billiger wie bei uns. Ja, das ist jetzt die 22 Inches Größe und das haben ja auch meine Eltern. Aber deshalb wusste ich auch schon vorher, das habe ich für meine Beendung der 9. Klasse bekommen. Also, und es ist so wunderschön, aber ich kann ehrlich gesagt noch nicht wirklich fahren. Also ich kann so ein bisschen mich abstoßen und dann so, da so hinfahren. Aber ich habe noch nie in meinem Leben Skateboard gefahren, deswegen ja. Dann in den Universal Studios habe ich mir diesen Becher hier ausgesucht, und zwar ist es einfach so ein Trinkbecher mit so Glitzer und so Filmklappen oder wie man die nennt und Sternen, und hier steht dann auch noch Universal Studios, und ich stehe auf solche Becher, also ich liebe die. Ich benutze die immer zum Trinken oben in mein Zimmer. Das habe ich gerade aufgemacht. Starbucks Refreshers. Das ist in der Richtung Strawberry Lemonade. Dann habe ich mir bei diesen einen Shop, wo man auch Zauberumhänge und sowas kaufen konnte, habe ich mir diese Mütze hier gekauft, weil es hat so auf den Kopf gebrannt, die Sonne, deswegen habe ich mir die mitgenommen, und zwar ist es so eine Gryffindor-Mütze. Wurde ich auch darauf angesprochen. Und zwar
saß ich halt, standen an für die eine Attraktion. Das war, glaube ich, Men in Black, glaube ich, war das. Ja, hat mich so ein Kanadier angesprochen, coole Mütze. Habe ich mit denen da irgendwie meinen Stundenplan und so ein Zeug geredet. Irgendwie so 5 Sekunden, weil wir schon fast dran waren, in die Wägen halt zu steigen. Ja, jedenfalls kauft euch so eine Mütze und ihr werdet angesprochen. Harry Potter Süßigkeiten habe ich 2. Und zwar einmal diesen Chocolate Frog. Habe ich aber im Hotel gekauft, weil sonst würde es zu warm. Und dann noch diese Every Flavor Beans, Bertie Bott's Beans. Okay, jedenfalls die sind auch richtig cool. Oh, was ich auch vergöttere, ist diese Karte. Und ich liebe sie einfach. Ich bin ungefähr der größte Harry Potter Fan, den es gibt. Also auf alle Fälle ist es die Karte des Rumtreibers. Die ist auch so schön. Und wenn du die aufmachst, hat die so ganz viele verschiedene Lagen und alles. Also ja, richtig mit Liebe gemacht, sage ich, diese Karte, obwohl die ja in Massenproduktion hergestellt wird dann. Aber für jeden Harry Potter Fan kann ich die nur empfehlen, weil da fühlt ihr euch sowieso im Film. Weil ich habe auch schon einen Zauberstab zu Hause. Kann ich immer so. Das war jetzt mein USA-Haul. Ich weiß, er war richtig lang, aber ich habe es ja in die verschiedenen Teile aufgeteilt und ich hoffe mal, euch hat es so ganz gut gefallen. Ich weiß, dass er lang war. Es tut mir auch leid, vielleicht hätte ich es in verschiedene Teile abteilen sollen, aber ich dachte mir, ich wollte das jetzt einfach auf einmal machen, weil dann hat man ein Video und dann können die Leute halt einfach mal dranbleiben an dem Video und nicht so, wie das immer für das nächste Video warten. Wisst ihr, was ich meine? Und sagt mir mal, ob euch das genervt hat, ob ich das beim nächsten Mal nicht mehr so machen soll, weil dann mache ich das nächste Mal wieder in unterschiedliche Hauls. Aber ich dachte mir, durch diese Zeitenabteilung ist es ganz bequem für euch, weil dann konntet ihr nur das anschauen, was ihr wolltet. Das war jetzt der Haul. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und ich werde jetzt gleich mal in das Pool springen, weil heute ist nämlich mein letzter Tag. Habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ja. Morgen um 16 Uhr fliegen wir. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!